Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Ja, hallo, herzlich willkommen zu e-commerce growth show DACH. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid hier. Es ist unsere erste Show mit dem Leitthema Black Friday, Experteninsights, typische Themen, typische Fehler und wichtige Learnings zu dem Tag hier. Und ich freue mich, hier eine ganz tolle Expertenrunde bei mir zu haben. Und zwar haben wir hier zwei Vertreter von Online-Shops. Und zwar ist das einmal die Lorena Unger. Die macht sozusagen die Leitung des Online-Marketings von WB Walz und hat heute tatsächlich ein bisschen mit Husten oder leichter Erkältung zu kämpfen. Wir hoffen mal, dass sie es schafft. Ansonsten, wenn es zu schlimm wird, dann springe ich ein. Sie hat die Themen ein bisschen vorher schon mit mir geteilt, dass ich da ein bisschen ihre Rolle übernehme. Aber vielleicht klappt es. Ansonsten macht sie auch Dozentin an der FH für E-Commerce-Vorträge und hat auch einen ganz starken Background in dem Bereich Influencer und Affiliate-Marketing. Also Lorena, herzlich willkommen. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze selbst zu dir sagen, dass wir die Runde ein bisschen aufwärmen hier. Ja, also freut mich natürlich auch sehr, dass ich hier mit dabei sein darf in der Runde. Also erkältungsseitig bin ich übrigens ganz gut dabei. Ich war extra noch beim Arzt. Also ich habe einen Hustenblocker eingeworfen. Das sollte hoffentlich alles rund gehen. Genau, du hast ja den Großteil schon gesagt. Also ich bin seit 2019 bei WB Walz, habe im Bereich Influencer-Marketing, Affiliate-Marketing angefangen, unsere Social-Media-Kanäle vor allem bezahlt aufgebaut. Und bin dann in die Rolle der Leitung gerutscht. Da bin ich tatsächlich noch nicht allzu lang, aber es ist bisher schon sehr, sehr spannend. Und wir sind ja in einem Segment unterwegs, in dem man total viele spannende Projekte angehen kann. Und ich glaube, da wartet noch viel, viel Aufregendes auf mich. Das glaube ich auch. Okay, super. Vielen Dank. Als zweites haben wir hier den Tino Hartmann. Tino Hartmann ist Head of Growth and Performance Marketing bei Matriarch. Growth passt ja auch sehr gut zur E-Commerce Growth Show. Und wir kennen uns, glaube ich, damals noch von deiner Zeit bei Baby Suites. Da bist du ja auch Co-Founder gewesen und hast außerdem viel Erfahrung aus dem Agentur-Business von Coupona und Project hier. Freue mich, dass du hier bist und gib dir auch kurz die Bühne, gerne mal kurz ein paar Sätze dich selbst vorzustellen. Ja, danke dir. Ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein, gerade in der ersten Episode. Ich bin Tino, ich bin, wie schon gesagt, bei Matriarch als Head of Growth und Performance Marketing für das gesamtheitliche Wachstum des Unternehmens zuständig. Wir haben natürlich jetzt auch durch die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr große Herausforderungen in puncto Wachstum, also Wachstumsschmerz im positiven Sinne. Und ich verantworte in dem Punkt gerade die Märkte Italien, Frankreich, die wir mit letztem Jahr gestartet haben, unter anderem, und habe eine sehr, sehr enge Verbindung auch ins Performance Marketing rein, wo ich dann jetzt auch noch teils aktiv mit unterstütze, aber vor allem aus dem Anlass Business Intelligence, BI, sehr, sehr datengetrieben, auch die Kennzahlen des Unternehmens in die einzelnen Teams mit reinzutragen, also zu visualisieren, im Data Warehouse aufzubereiten und darauf fundierte Entscheidungen für das weitere Unternehmenswachstum zu treffen. Sehr spannend. Ja, danke für die kurze Vorstellung. Dann haben wir natürlich auch hier zwei E-Commerce-Influencer sitzen. Und zwar ist das einmal, wo wir gerade bei datengetrieben sind, der Andreas Fischer, CEO von Minubo. Das ist eine Business-Intelligence-Lösung für große E-Commerce-Player, aber auch für Startups. Und zuvor warst du auch schon Chief Strategy Officer bei Outfittery und außerdem Gründer von Modomoto. Dann kannst du auch gerne noch mal kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen. Klar. David, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein. Spannendes Format. Genau, du hast es eigentlich schon gesagt. Also ich habe vom Background auch E-Commerce viel gemacht, kenne deswegen auch die Chancen und Herausforderungen, die so ein Black Friday mit sich bringt, natürlich ganz gut aus eigener praktischer Erfahrung, und bin jetzt bei Minubo. Wie du sagst, wir haben eine BI-Lösung für Händler, vor allen Dingen für E-Commerce-Unternehmen, und unterstützen natürlich jetzt gerade auch in der Hochsaison da stark und versuchen eben Empfehlungen zu geben, wie man datengetrieben seine Kampagne noch erfolgreicher ausgestalten kann. Okay, super, vielen Dank. Dann haben wir hier Jan-Paul Lütke, unseren Professor Dr. Jan-Paul Lütke. Der ist zuständig für den E-Commerce-Lehrstuhl an der FH Wedel und auch ehemals Co-Founder eines erfolgreichen Tech-Startups, Akanu, was sich auch um datengetriebene On-Site-Conversion-Optimierung gekümmert hat. Das habe ich, glaube ich, richtig gesagt, Herr Paul.
Sehr schön, ja. Genau, also kannst du auch gerne noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, da sind wir auch schon bei Marcel gleich angekommen. Das Wichtigste hast du, glaube ich, schon gesagt. Ich bin, also im Wesentlichen leite ich zwei Studiengänge mit 200 Studierenden, die wirklich für den E-Commerce ausgebildet werden. Damit sind wir auch relativ einzigartig in Deutschland bei uns in Wedel. Bin aber nebenbei und noch in den ein oder anderen echten E-Commerce-Projekten auch involviert. So haben wir ja auch miteinander zu tun und so bleibe ich auch nah an der Branche und habe mein Ohr immer an den Customer Journeys auch noch nah dran. Okay, super. Genau, dann haben wir hier meinen heutigen Co-Host, sozusagen den Marcel Richter. Marcel, freut mich sehr, dass du auch hier bist. Du bist ja Account Director bei Trade Tracker Germany, also ein Affiliate-Netzwerk im internationalen Raum und betreust da und baust da auch den deutschen Raum ganz hervorragend aus und bist, glaube ich, ein Affiliate-Marketing-Urgestein. Ich glaube, du bist da schon seit Ewigkeiten unterwegs, älter als die Affiliate-Branche selbst. Und genau, erzähl doch mal einen Schlag zu dir. Genau, erstmal super, dass ich heute dabei sein darf. Da kann ich jetzt Podcast auch von meiner Zielliste für dieses Jahr abhaken. Also danke dir, David. genau, und ich bin gespannt auf den heutigen Tag. Und jetzt bin ich bei Trade Tracker und leite da mit meinem Team das den Dachmarkt. Und vorher war ich bei Want Home und Käuferportal. Und wir kennen uns ja durch meine Zeit bei Ladenzeile, wo ich auch das Affiliate-Team geleitet habe. Genau, richtig. Dann stelle ich mir mal selbst vor. Ich bin der David, ich bin Co-Founder von Vouchify. Das ist eine Software-as-a-Service-Lösung, die sich rund um das Thema Gutscheine und Promotions befasst und da verschiedene Lösungen, Module ausbaut. Und mein Background ist auch so aus dem E-Commerce-Bereich. Da habe ich die Leitung früher übernommen für Shops aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich, wie zum Beispiel Gastra oder Cujo. Und habe dann die Seiten gewechselt auf die Publisher-Ebene jetzt und schaue mir das Ganze mal von der anderen Seite an. Was auch eben sehr spannend ist, da haben wir mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Segmenten und Shops zu tun. Zwei davon sitzen ja auch hier. Deswegen würde ich doch direkt mal die Überleitung machen. Und zwar geht es heute um das Thema Black Friday und wie man da wirklich tatsächlich als Shop so richtig, mit einem spannenden Kampagnen-Setup den richtigen Kampagnen auftrumpfen kann, dass wir hier in der Runde jetzt mal wirklich Experten-Insights zusammentragen, typische Fehler auch mal auf den Tisch legen und vor allem eben wichtige Learnings daraus ziehen, weil das ist, glaube ich, gerade im Online-Marketing ja ganz wichtig, dass man auch Fehler macht, Fehler analysieren kann vor allem und dann eben fürs nächste Jahr nutzen kann, um die Fehler eben zu vermeiden. Und ich glaube, letztes Jahr waren ja alle online shoppen, und alles war normal, aber die Frage ist, wie verhalten sich die Leute dieses Jahr? Und da gibt es, glaube ich, ein ganz spannendes neues Zielgruppensegment der Corona-Leute, die vorher gar nicht online shoppen waren, die jetzt tatsächlich in der Online-Welt irgendwie das letzte Jahr das erste Mal irgendwie Erfahrung gemacht haben. Also vielleicht, wie kann man diese Nutzer abholen und was kann man mit denen machen? Und außerdem gibt es da natürlich dann nochmal die Herausforderung für die Online-Shopper, die halt bis dato immer online eingekauft haben und durch Corona vielleicht gar keine Lust mehr haben, online zu shoppen. Wie kann man die vielleicht nochmal wirklich online halten und zurück in den Funnel holen? Und dazu würde ich jetzt mal das Spotlight auf Tino lenken und mal hören, was er dieses Jahr plant, also wie er das Ganze so umsetzt. Was ist deine Kampagnenstrategie zu Black Friday? Wann startet ihr und was macht ihr so bei den Promotions? Also erzähl doch mal. Genau, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was du da auch angerissen hast. Das Ganze mit dem Vorjahr zu gleichen ist natürlich relativ schwierig. Auch das Ganze in den normalen Rahmen zu packen, ist auch sehr, sehr schwierig, weil wir, glaube ich, alle vor der Frage stehen, was passiert denn jetzt eigentlich wirklich in den Innenstädten? Also ich komme ja aus Sachsen hier. Wir haben natürlich jetzt auch von der Inzidenz sehr, sehr hohe Werte tatsächlich. Ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen skeptisch, ob wirklich die Innenstädte noch so viel jetzt in der Weihnachtszeit wieder belebt werden, wie es auch vor der Corona-Zeit tatsächlich war. Und gerade diese Bedenken und Angst, die jetzt natürlich mit letzten Jahr geschürt wurde zum Teil, was die Leute natürlich auch zum Online-Shopping getrieben hat, bin ich persönlich der Meinung, dass es dieses Jahr definitiv auch noch anhalten wird und viele Leute trotzdem noch eher den Weg gerade zum Weihnachtsgeschäft auch noch online suchen werden, als proaktiv in die Städte zu gehen. Meine persönliche Meinung. Das heißt, wir als Matziak, wir adressieren auch nicht wirklich die Leute,
die jetzt irgendwie den Fokus dahin legen oder jetzt letztes Jahr irgendwie erstmalig online geshoppt haben in dem Sinne, sondern wir versuchen eher die Nachfrage so, der per se entsteht, halt über Kanäle wie SEA und Co. Zu bedienen. Sehen dann natürlich auch die entsprechenden Sprünge jetzt im Start ins Weihnachtsgeschäft rein, weil bei uns eigentlich die Kernsaison jetzt schon vorbei ist mit September, Oktober, gerade in dem ganzen Bereich Offroad, sei es Mountainbike, Motocross, ist das eigentlich so die schwache Zeit, die jetzt mit dem November erst wieder ansteigt. Und wir sind eigentlich so die letzten Jahre, tatsächlich auch noch vor meiner Zeit, immer so unterwegs gewesen, dass wir diesen ganzen Sog, der jetzt auch durch Black Friday und die starke Shoppingzeit Ende November getrieben wurde, natürlich auch durch viele große Brands und Marken, dem versuchen wir ein Stück weit schon entgegenzuwirken. Das heißt, wir versuchen tatsächlich jetzt schon die ersten zwei Wochen im November sehr aktiv in den Markt reinzugehen mit exklusiven Kampagnen. Wir haben für uns auch ein eigenes Format, das sind die Sender Week Deals, das ist bei uns so in der Branche jetzt seit 2-3 Jahren eine größere Kampagne, die wir 2-mal im Jahr spielen, unter anderem auch im Weihnachtsgeschäft, und versuchen damit einfach die Kaufkraft und die wachsende Nachfrage jetzt auch im Weihnachtsgeschäft ein Stück weit vorzuziehen, um gar nicht jetzt abhängig zu sein von den letzten 2-3 starken Wochen, wo natürlich auch der Wettbewerbsdruck einfach extrem hoch sein wird. Muss ich denke mal alle in der Runde auch kennen und wissen. Genau, also vor dem Hintergrund sind wir jetzt wirklich seit dem 1.11. schon aktiv draußen, spielen mit sehr, sehr teilweise auch aggressiven Rabatten in unseren Warengruppen und versuchen halt unsere Bestandskunden einerseits, aber natürlich auch Neukunden mit entsprechenden Deals schon zu locken, um dann in der Black Week dies Jahr erstmalig tatsächlich wieder auch ein bisschen nach dieser eigenen Kampagne diesen Black Friday und Cyber Monday Boost einfach nochmal so mitzunehmen. Also generell das Level im November ein Stückchen nach oben zu heben, gesamtheitlich. Ja, spannend. Also vielleicht mal eine kleine Zwischenfrage zum Timing. Also generell sagst du dann, Black Friday startet bei euch ein bisschen eher sozusagen. Also ihr habt gar nicht so den Hauptfokus auf den Tag selbst, sondern ihr nutzt jetzt die Chance sozusagen und holt das wirklich schon vorab für euch dann ab. Genau, das ist das Ziel. Also wir sind natürlich jetzt auch in einem Modus, wo wir mit den Erfahrungen der letzten Jahre auch in der Kampagne ein bisschen spielen. Wir sind dieses Jahr tatsächlich noch mal 1,5 Wochen fast früher dran, als wir letztes Jahr gestartet sind. Letztes Jahr lief die Kampagne noch direkt in die Black Week und Cyber Week mit rein. Das haben wir dieses Jahr bewusst nach vorne geschoben, um halt eben auch dann das Learning draus zu ziehen. Schaffen wir es, diesen Nachfragesog, der einfach im November jetzt ansteigt, schon so weit nach vorne zu verlagern, dass wir gar nicht so diesen großen Werbedruck mitspielen müssen. Und jetzt ist eigentlich Halbzeit. Es gibt ja Singles Day. Also wie zufrieden seid ihr jetzt schon? Es ist ja schon ein bisschen gelaufen. Also was sagt ihr? Ist das die richtige Strategie gewesen? Bis jetzt definitiv. Wir haben natürlich die Kampagne auch ein bisschen so ausgerichtet, dass wir natürlich die, sagen wir, besten Angebote schon eher in die dritte, zweite oder Ende zweite in die dritte Woche dann verlagert haben, also was dann jetzt mit nächster Woche starten wird. Wir sehen natürlich schon den Trend jetzt noch in den ersten 2 Wochen im November sehr, sehr stark wachsend. Wir sind gut in die Kampagne reingestartet. Wir haben heute mit dem Singles Day jetzt auch nicht bewusst noch eine extra Kampagne gemacht, um da nochmal den Sog zu schüren. Kann ich vielleicht nachher noch 1-2 Worte zu loswerden. Aber gesamtheitlich jetzt auf den November geblickt sind wir da sehr gut reingestartet. Bisschen differenziert zu sehen. Ich hatte es ja erwähnt, wir sind jetzt auch in den Märkten, gerade Italien, Frankreich, gehen wir da strategisch auch gerade ein bisschen anders ran. Versuchen auch mehr auf Neukunden gezielt zu gehen. Aber für den Dachraum, was ja unser Kernmarkt ist, hat das bis jetzt sehr gut funktioniert. Okay, und für Italien hast du gesagt, nutzt ihr einfach den, also habt ihr jetzt die Sender Weeks nicht gestartet oder auch gestartet? Wir nutzen die Sender Weeks dort als Sprungbrett, um, ich sag mal, wir bauen gerade eine Customer Lifetime Value Kampagne. Kann ich nicht ganz so tief ins Detail gehen, aber wir versuchen auf dem Weg schon, diese Nachfragesog jetzt in dem Land, wo wir jetzt ein gutes Jahr unterwegs sind, zu nutzen, um dann halt auch nachhaltige Learnings draus zu ziehen, wenn wir jetzt neue Kunden akquirieren. Okay, ja, sehr spannend. Dann würde ich, glaube ich, das erstmal hier kurz so beruhen lassen zu deinen Black Friday Plänen und danach noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Dann würde ich mal auf Marcel umleiten. Vielleicht kannst du mal den nächsten Slot mit der Lorena übernehmen. Genau, sehr gerne. Genau, Lorena, wie sieht denn eure Kampagnenstrategie zum Black Friday aus? Und genau, wie haltet ihr das? Wann startet ihr? Seid ihr schon dabei oder in den Startlöchern? Und genau, was plant ihr hinsichtlich Promotions in den nächsten Wochen oder in der Black Friday Week? Also tatsächlich sind wir ganz anders unterwegs als ihr, Tino. Wir sind tatsächlich
insgesamt etwas ruhiger, auf keinen Fall aggressiv. Das passt auch einfach nicht zu unserer CI. Also das Baby-Segment ist ja insgesamt etwas gepampert, sage ich mal. Und es ist auch nicht unbedingt der Bereich, in dem man den extremen Black Friday-Ansturm hat. Also jetzt gerade in dem Bereich Technik, Elektronik und so weiter, da erwarten das die Kunden ja auch. Da sieht man auch einen enormen Peak. Den haben wir jetzt nicht in diesem Ausmaß. Deswegen sind wir jetzt auch noch nicht so dran. Dieses Jahr starten wir tatsächlich etwas zeitiger in der Vorwoche zur Black Week. Also das ist das Früheste, was ich jetzt weiß, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und auch da relativ dezent und so richtig dann eben erst in der Black Week. Promotion-seitig sind wir leider auch nicht so flexibel. Ist ja in dem Fall auch nicht nötig, deswegen kein Problem. Aber wir haben einfach auch nicht produktbedingt die Margen, um super, super krasse Rabatte da rauszuhauen. Wir haben auch Partner, vor allem Premium-Brands, die wir gar nicht rabattieren dürfen für den Kunden. Also da haben wir ein paar Stolpersteine, die unser Aktionspotenzial minimieren. Aber nichtsdestotrotz, klar, versuchen wir das, was wir können, so spannend wie möglich zu gestalten und die Kunden da auch mitzunehmen. Und es ist definitiv ein stärkerer Tag als alle anderen Tage des Jahres, aber eben nicht so, dass die Kunden heiß die ganze Zeit schon darauf warten und sich den Warenkorb füllen und dann ein Black Friday-Schnäppchen schlagen, würde ich sagen. Genau. Also ich bin schon heiß, aber ich als frischgebackener Papa gucke natürlich immer nach Aktionen, Promotions, aber das ist für euch so ein bisschen das Problem, dass tatsächlich die Marken da viel einen Strich durch die Rechnung machen, oder warum ist das nicht ganz so spannend? Also ja, wegen der Zielgruppe jetzt, oder ist es schwierig wirklich so wegen den Marken, die ihr vertreibt, dass es einfach Reglementierung gibt? Genau, ja. Also das ist auch total legitim. Ich kann das verstehen, wenn das Premium-Brands sind, dass sie sagen, okay, wir möchten nicht, dass wir irgendwo durch Incentivierungen dann abverkauft werden. Das ist total legitim, aber es ist natürlich aus Marketing-Sicht schwierig, dem Kunden das dann schmackhaft zu machen. Wir haben gar nicht so viele Produkte und Marken, die wir nicht rabattieren können, aber es kommen regelmäßig Kunden mit dem Feedback zu uns, hey, bei euren Aktionen kann man ja gar nichts Cooles kaufen. wie gesagt, dafür können wir nichts, aber wir verstehen dann natürlich auch den Kunden. Deswegen versuchen wir uns in der Black Week auch auf ein paar dieser tollen Brands zu fokussieren, dass wir da noch Special Deals rausholen können. Aber insgesamt ist das jetzt nicht wie andere Partner, dass wir sagen können, 40% auf alles oder so. Da sind wir einfach ja ein bisschen restriktiver gezwungen. Okay. Ja, ihr seid ja beides Retailer. Das heißt, da habt ihr viel mit den Brands zu kämpfen. Also dieses D2C, Direct to Customer, ist ja quasi ein Thema sozusagen, was da irgendwie ein bisschen mit reinspielt. Also ist eigentlich, was viele Brands ja dann gerne möchten, den direkten Kontakt zum Endkunden zu kriegen. Aber natürlich seid ihr als Retailer wie Baby Vials oder Magic auch einfach, natürlich tolle Möglichkeiten, da einfach an eine tolle große Zielgruppe zu kommen, was ja dann euch auch sozusagen ausmacht. Also vielleicht, Jan-Paul, vielleicht hast du da noch ein bisschen, ich glaube, du bist ein bisschen bewanderter auf den D2C-Bereich. Vielleicht kannst du das mal so von der Brand-Seite beleuchten, die wir jetzt hier nicht haben, aber vielleicht kannst du die ein bisschen repräsentieren. Ja, also ich glaube, das, was ich jetzt Markenherstellern raten würde, wenn sie ihre Black Friday-Aktionen planen, in Bezug auf D2C, das gilt genauso auch für alle Händler, nämlich dass genauso auch Kundenbindung gedacht wird, weil am Ende stehen wir ja vor der Herausforderung, dass wenige, ich nenne sie mal Monopolisten, uns Zugang zu unseren Kunden nicht vorenthalten, aber zumindest sehr teuer machen. Und das heißt, wenn dort viel Geld für Kampagnen, um Sichtbarkeit zu erzeugen, ausgegeben wird, das manchmal frage ich zumindest, und das kann ich ja jetzt die Händler auch sehr gut fragen, inwiefern halt dann auch der Schritt weiter in die Kundenbindung dann auch bei diesen Kampagnen gedacht wird oder wie intensiv das auch bei den Vorbereitungen eine Rolle spielt. Also ich möchte eher motivieren, dass das eine Rolle spielt, ohne dass ich natürlich irgendjemandem unterstellen würde, dass das nicht schon auch gedacht wird. Aber da übernehme ich gerne die Rolle des Moderators und frage die beiden Händler nochmal, inwiefern ihr das jetzt auch denkt und dann auch konkret auch umsetzt bei der Planung eurer Black Friday-Kampagne. Würde ich wieder starten, gerne.
Ja, ist ein spannendes Thema. Ich habe es ja grob angerissen. Also wir sehen die Kundenbindung dann schon als essentielles Mittel. Ich bin auch sehr stark bei Lorena. Wir haben jetzt natürlich als klassischer Retailer auch nicht die Margen, dass wir jetzt, sag ich mal, so aggressive Rabatte spielen können. Es gibt natürlich immer Mittel und Wege, dann auch so einen künstlichen Rabatt oder eine Rabattstufe irgendwo mit reinzusetzen. Aber das sind auch nicht wir. Und für uns natürlich dann auch wichtig, wenn wir jetzt ein Produkt oder einen Artikel, letzter Instanz einen Warenkorb, mit relativ geringer Marge verkaufen, dann ist für uns natürlich umso wichtiger, den Kunden dann über entsprechende CRM-Maßnahmen im zweiten, dritten Schritt dann weiter an die Marke ranzuführen, gerade wenn wir Neukunden akquiriert haben. Auf der anderen Seite natürlich auch im Punkto Bestandskunden ist der Fokus genauso da, dass wir natürlich schauen, Bestandskunden ein Stück weit zu incentivieren, einerseits für die Treue über die Saison, über die Jahre, die die Kunden bei uns treu bestellen, aber natürlich auf der anderen Seite ist in letzter Instanz als Händler die Marge der EBIT, auf was wir gucken, und da ist die Kundenbindung und in letzter Instanz der Customer Lifetime Value natürlich für uns das Mittel, wo wir drauf gucken, wie sich das aus so einer Kampagne heraus auch entwickelt. Das heißt, wir haben schon Mittel und Wege, so eine Kampagne dann noch runterzubrechen auf Bestellebene und zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze mit einem Verzug von 2-3 Monaten, wann kommen die Folgebestellungen gerade von Neukunden. Das ist schon ein Hebel, den wir nutzen und den wir auch sehr, sehr wichtig für die Zukunft sehen, um einfach profitabel in so einer Nische arbeiten zu können. Habt ihr da schon, muss ich mal reinspringen, habt ihr da schon Learnings so aus dem letzten Jahr? So, funktioniert das wirklich sehr gut? Also wisst ihr, wie sich die Black Friday-Shopper irgendwie verhalten? Oder ist das noch, ist das jetzt zu spontane Frage? Das kann ich verstehen, wenn ich jetzt so in diesen Deep Dive da reingrätsche. Also es ist tatsächlich sehr deep, tatsächlich auch noch so ein bisschen vor meiner Zeit. Ich bin jetzt seit Dezember letzten Jahres bei Mazzec mit dabei. Also datenmäßig könnte man das analysieren, aber ich hätte es jetzt nicht ad hoc parat, leider. Okay, aber vielleicht kann ich mal den Switch zu Andreas machen. Andreas, glaube ich, das ist ja genau so ein Thema, wo du dich ja oder wo ihr euch ja sehr tief mit beschäftigt, mit Customer Lifetime Values, Kohortenanalysen, Wiederkaufsraten und so weiter. Also vielleicht hast du da so ein bisschen Insights dazu, die du hier vielleicht in dem Punkt mal kurz teilen kannst? Ja, klar, sehr gerne. Also ich meine, ich glaube gerade, das, was Tino gerade auch angesprochen hat, das Entscheidende ist ja, dass man sich wirklich auch anguckt, wie entwickeln sich die Kunden, die ich über Black Friday gewinne, auch langfristig. Weil worum es ja im Endeffekt geht, ist jetzt nicht nur vielen Händlern, das sehen wir bei unseren Kunden auch, jetzt einen Umsatzpeak zu machen, sondern du willst ja auch langfristig als Retailer den Ertrag maximieren. Also das, was im Endeffekt unten hängen bleibt. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir sehen, dass die Kunden, die bei uns erfolgreich sind, eben sehr genau sich auch die vergangenen Black Friday-Kampagnen oder Sales-Kampagnen im Allgemeinen anschauen, welche Kanäle haben eigentlich gut funktioniert, beziehungsweise wie werthaltig waren die Kunden dann unterm Strich, wie viel Ertrag haben sie im vergangenen Jahr dann erwirtschaftet, also was ist der Lifetime Value, der seit der ersten Order entstanden ist, welche Kanäle waren gut, welche waren nicht gut, oder auch nochmal tiefer einzusteigen und zu sagen, okay, nochmal eine Warenkorbanalyse zu machen. Was waren eigentlich die Produkte, die sehr gut konvertiert haben und was wurde dann im Zusammenhang mit diesen Produkten gekauft, ne? Um auch zu gucken, wie kann ich durch geschicktes Rabattieren da eben auch meine Marge optimieren. Also ich glaube, das sind so Themen, die ganz wichtig sind und wo einfach man wirklich viel, viel gewinnen kann, wenn man sich die Kampagnen auch aus den vergangenen Jahren anschaut und daraus eben Learnings zieht. Stimmt, sehr spannend. Ja, dann nochmal kurz zurück zu Lorena. Dich haben wir ja jetzt gerade ein bisschen übersprungen. Da sind wir mal gespannt, so von letztes Jahr zu diesem Jahr. Ja, sorry. ja, tatsächlich haben wir in den letzten Jahren eine total spannende Maßnahme immer gehabt in der Black Week, gerade was das Thema Kundenbindung angeht. Wir hatten nämlich ein eigenes Kundenbindungsprogramm. Das war so ein Bonus-Sammelprogramm. Und da hatten wir dann quasi als Black Friday-Aktion auch immer so eine Mehrfach-Sammeln, Mehrfach-Punkte-Aktion. Das ist natürlich stark, um die Kunden, die schon da sind, nochmal abzuholen und auch um Neukunden dazu zu animieren, in dieses Kundenbindungsprogramm einzusteigen. In diesem Jahr ist es jetzt tatsächlich nicht mehr mit dabei, weil wir seit September Official Payback Partner sind. Und da entscheidet man sich dann natürlich, was für eine Art von Kundenbindungsprogramm man fährt und nicht zwei parallel. Da müssen wir, denke ich, nochmal Learnings sammeln dieses Jahr, wie wir
ja, das einsetzen können und wo es dann noch hingehen kann. Ja, aber ist natürlich eine total spannende Möglichkeit und vor allem auch in unserem Segment sehr, sehr wichtig, die Kunden zu binden, weil für uns ist der Kunde ja, also streng gesprochen, vielleicht ab Bekanntgabe Schwangerschaft 24, 30 Monate wirklich spannend und danach ja, verlieren wir ihn auch irgendwie aus dem Fokus. Mhm. Ja, und würdest du denn, ich weiß nicht, kannst du das sagen? Das ist wieder so eine Detailfrage hier. Ihr habt ja ein Kundenbindungsprogramm und das Ziel ist ja vielleicht dann gerade zu Black Friday nochmal viele zu gewinnen, die da reingehen. Gibt es denn irgendwie, macht es sich bezahlt? Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Kunden, die in das Kundenbindungsprogramm eingetreten sind und in diesen Funnel reinlaufen, in diese Prozesse reinlaufen, im Vergleich zu Kunden, die einfach mal bei euch kaufen mit einem Gutschein zum Beispiel zu Black Friday? Also mit dem alten Kundenbindungsprogramm ganz enorm tatsächlich. Also das hat sich sehr gelohnt, definitiv. Deswegen hat es uns natürlich auch etwas geschmerzt, uns davon zu verabschieden. Mit Payback müssen wir, was das angeht, jetzt natürlich noch Learnings sammeln. Das ist jetzt noch relativ jung. Wir wissen noch nicht genau, wie sich die Kunden langfristig entwickeln. Was wir schon sehen, beispielsweise AOV-seitig, dass wir da sehr viel stärker unterwegs sind als jetzt bei einem beispielsweise gerade so rabattaffinen Kunden. Das ist natürlich sehr spannend, was so ein Programm wie Payback da nochmal einen Uplift bringt. Mhm. Ja, bin ich auch gespannt. Ich glaube, ich bin auch in eure Kundenbindungsprogramm reingelaufen und gerade, glaube ich, in dem Segment ist es halt wirklich spannend, wenn man da erstmal drin ist, weil es gibt da wirklich wichtige Entwicklungsschritte und genau dann muss man bestimmte Sachen kaufen und da hat mich auf jeden Fall super erwischt. Das hat, kann ich bestätigen, das hat sehr gut funktioniert und ich bin auch sehr rabattaffin. Also bin ich ein Musterbeispiel für gefangen zu Black Friday und reingelaufen ins Bonusprogramm. Sehr gut. Aber wenn ich vielleicht da nochmal kurz einhaken kann. Ihr habt es ja beide sehr schön illustriert, dass man Black Friday auch nutzen kann, um sogar sehr proaktiv Kunden zu generieren und sie und Kundenbindung zu schaffen. Und da finde ich immer ganz interessant, David, weil wir haben uns ja öfter schon darüber unterhalten, dass Markenhersteller sich mit dem Thema Couponing und Rabatte per se eh schon schwerer tun und dann auch noch zu Black Friday schwer tun, dort auch entsprechende Kampagnen aufzusehen. Und ich glaube, da kann sie von den Händlern, die da schon viele Jahre machen, sich, ne, ohne euch das Geschäft wegzunehmen, aber noch eine Scheibe abschneiden und was lernen, dass auch Couponing dann Kundenbindung erzeugen kann, wenn man es intelligent angeht. Ne? Ja, glaube ich auch. Also es ist immer so ein bisschen zwieschneidiges Schwert. Ich komme ja auch von Online-Shop-Seiten, also direkt vom Hersteller. Und das ist ja halt auch immer so, ne? Also man möchte eigentlich nicht mit Rabatten kommunizieren, man will sich über das Produkt verkaufen und nicht damit reinkommen, aber es ist auch ein bisschen schizophren, weil zu Black Friday und hier und da macht man dann doch wieder irgendwie Aktionen und ich glaube, da ja, das ist so ein bisschen zwielichtig zu betrachten. Es geht nicht mit und auch nicht ohne und ich glaube, der richtige Einsatz, ne, wie es zum Beispiel dann, wie ihr es ja auch dann macht, ist, glaube ich, da einfach da der Schlüssel, dass man sie zum richtigen Zeitpunkt reinholt, in die richtigen Promotions laufen lässt und nachher auch richtig auswertet und später halt richtig wieder abholt. Und dann, glaube ich, machen sie auch nicht die Marke kaputt, wenn man mal was mit der Aktion macht, sondern hat man eher im Gegenteil eine ganz tolle Zielgruppe, die man sich halt hier relativ einfach zu Black Friday erkaufen kann mit einem kleinen Discount. Ja. Genau, das heißt, ein kleines Sum-up vielleicht zu dem Punkt jetzt, dann heißt es also, die Kampagnenstrategie ist nicht, also es gibt jetzt nicht die Kampagnenstrategie, würde ich sagen. Das heißt, es gibt kein Schema X leider, nach dem man vorgehen kann, sondern es ist ja wirklich so, das hängt sehr viel vom Segment, von der Zielgruppe, den Produkten, bin ich ein Händler oder nicht Händler, ab, sodass man halt wirklich, wirklich ja, jeder für sich gucken muss, wie das geht. Und das geht halt am besten, ein Glück im Online-Marketing, durch Tools wie Analytics, durch Minubo, wo man wirklich halt nochmal hinten schauen kann zum Customer Lifetime Value, Kohortenanalysen machen kann, wie Kundenbindungsprogramme. Und ich glaube, das ist so der richtige Weg. Typisch Online-Marketing, Try, Error, Optimize und dann Repeat den Weg zu gehen. Genau. Ja, wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen kann dazu, David, also was, glaube ich, ganz wichtig ist in dem Kontext, ist halt, dass man sich ja wirklich die Ergebnisse da bis zum Deckungsbeitrag 3 anschaut, also wirklich berücksichtigt, was ist jetzt hängen geblieben nach allen variablen Kosten, nach Wareneinsatzkosten und auch nach Marketing, ja? Weil man hat ja zum Teil sehr schöne Effekte, dass, also es kann zum Teil einfach auch wirtschaftlich extrem richtig sein,
einen sehr, sehr aggressiven Rabatt zu fahren, wenn man dadurch die Kundenakquisitionskosten eben massiv drücken kann. Und andersrum kann man sich auch irgendwie keinen Gefallen tun, wenn man ein bisschen schüchtern rangeht mit den Rabatten und dann in einem Umfeld unterwegs ist, wo überall mit massiven Rabatten geworben wird, vielleicht auch bei der Konkurrenz, wo man in den Kundenakquisitionskosten vielleicht noch raufzahlt. Ne? Also ist vielleicht nochmal diese Betonung des Ganzheitlichen ist, glaube ich, ganz wichtig da. Ja. Also da bist du der Experte, das glaube ich, da hast du vollkommen recht, weil das am Ende des Strich, am Ende des Tages, das kenne ich auch von meinen Kampagnenauswertungen, habe ich auch in früheren Zeiten ganz oft einfach nicht bis DB3 runtergerechnet, sondern einfach Kampagne, Conversion Rate, mehr Umsatz als reingekommen. Toll, hat funktioniert. Aber genau was du sagst, das muss man sich natürlich auch genauer angucken, weil es kann auch heißen, dass es gar nicht so toll funktioniert hat. Genau. Okay. Genau. Vielleicht würde ich noch abschließend noch einen Punkt. Also ich finde es auch extrem wichtig, auch die Agilität erstmal in der Vorbereitung, aber auch während so einer Kampagne beizubehalten. Also wir sind da auch sehr, sehr stark noch in einem Wochenmodus unterwegs. Also wir planen, hatte ich ja vorhin eingangs schon grob angerissen, mehr für die nächste Woche dann die Aktion wirklich erst vor. Das heißt, wir können dann auch ad hoc noch reagieren, um wirklich auch nachzusteuern, wenn wir in der Woche das Learning hatten, eine bestimmte Warengruppe oder ein bestimmter Rabatt auf eine Warengruppe hat eben nicht so funktioniert, dass wir dann entweder nochmal nachlegen können oder generell auch strategisch in eine andere Richtung ausrichten können. Ist bei uns sogar ein bisschen schwieriger, weil wir halt zwei sehr, sehr breite Lager bespielen. Einerseits die Motocrosser, andererseits die Mountainbike-Fahrer. Aber in dem Bereich sieht man halt schon, dass sagen wir, eine gute Gutscheinstrategie auf bestimmte Warengruppen, ich bin auch voll bei euch, Andreas und David, bis zum Ende durchgedacht werden muss, um dann wirklich die Effekte auch messen zu können. Weil im Endeffekt auch mit einer guten Gutscheinkampagne kann man es hinten raus schaffen, den Rohertrag und in letzter Instanz den Deckungsbeitrag höher zu pushen. Wenn man es einfach schafft, die KPIs, die eine Relevanz sind, Conversion Rate und Co. oder das, was vorne einfach auch reinkommt, in den Shop so gut zu konvertieren und natürlich dann in der Customer Lifetime Value Betrachtung dann in den zweiten, Drittkäufen dann einfach profitabel rauszugehen. Genau. Und wo du schon sagst, das Thema Timing. Also ich hatte mal tatsächlich ein bisschen recherchiert hier nach einem schönen Case. Sekunde, muss man hier den richtigen Bildschirm teilen. Das Thema Timing, also das ist ja gesagt, es wird scheinbar immer früher. Also die Frage ist jetzt, die im Raum steht, startet Black Friday immer früher? Und da habe ich jetzt eine kleine Analyse von Klarna gefunden, die ihre Nutzer befragt haben. Wann fangen die Nutzer denn an, sozusagen zu kaufen? Und da sieht man, glaube ich, schon ganz deutlich hier, dass die meisten schon angefangen haben damit oder vor Black Friday anfingen oder spätestens zum Black Friday anfangen und dass nach Black Friday eigentlich schon längst, schon längst sozusagen der Kaufrausch ausgebrochen ist. Und heute ist ja auch Singles Day, was ja tatsächlich eine gute Überleitung ist für den Marcel, der sich ja, glaube ich, ganz, ganz intensiv mit diesen ganzen Events auskennt, weil er ja natürlich sehr viele Touchpoints mit sehr, sehr vielen Online-Shops hat. Dann würde ich mal kurz einfach an dich übergeben, wie du das so einschätzt. Genau, sehr gerne. Ich würde mal eine steile These aufstellen, dass 2022 der Singles Day sogar den Black Friday oder der Cyber Week den Rang ablaufen wird. Früher hatte ich da gar nicht so einen Einblick, aber wir haben halt auch viele asiatische Kunden bei uns, die AliExpress und so weiter, die ja mit den Singles Day erfunden haben, sage ich mal. Und jetzt springen halt auch immer mehr europäische und deutsche Händler drauf auf, sogar jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, Payback, Deutschlandcard, selbst habe heute Newsletter von Check24 bekommen. Die machen auch Singles Day, wo man das gar nicht ahnt, dass das überhaupt zueinander passt. Und genau, wie seht ihr das? Habt ihr den Singles Day schon auf den Schirm für die nächsten Jahre oder was denkt ihr wieder, wie sich das entwickeln wird? Fragen wir, glaube ich, mal Tino und Lorena als Shopseite und vielleicht im zweiten Tipp nochmal den Andreas, weil du vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob du der Richtige dann bist, aber vielleicht, weil du ein bisschen Insights hast dann in die ganzen Peaks. Aber lass mir mal den Online-Shops vielleicht den Vortritt der Tino. Vielleicht kannst du das nochmal einschätzen für dich für nächstes Jahr, die nächsten Jahre. Also ich bin da auch bei Marcel. Ich glaube auch die Relevanz, die wird da zunehmen. War auch eine spannende Grafik, David. War ja auch unsere These in der ganzen Kampagnenplanung jetzt, das vorzulagern, dass sich einfach, zeigt sich auch schon durch größere Player, die auch teilweise schon im Juni, Juli ihre Aktionstage etablieren. Ich glaube, dass es vorgezogen wird passieren einerseits und ich glaube noch sogar noch viel mehr, dass noch
viel, viel größere Brands versuchen werden, Kaufanreize mehr zu stückeln auf das ganze Jahr. Also wie gesagt, ein großer Anbieter macht das ja schon mit einem relativ großen Aktion im Juli. Ich glaube, dass auch so mehr größere, das heißt About You, Zalando und Co., sich auch noch nachziehen werden und versuchen, ihre eigenen Marketingkampagnen auf einzelne Tage zu fokussieren. Das wäre jetzt mal meine These in dem Punkt. Also von unserer Seite muss ich sagen, dass ich mir noch ein bisschen schwer tue mit dem Singles Day. Also das ist denkbar das unglücklichste Wording gefühlt für unsere Zielgruppe. Wird sicherlich trotzdem an Relevanz gewinnen. Ich weiß aber nicht, wann dann für uns der Punkt gekommen sein wird, dass wir sagen, okay, mitzumachen ist so attraktiv, dass wir es auch tun, selbst wenn es nicht so richtig zu uns passt. Ich glaube, bei euch wäre wahrscheinlich eine Adaption ganz spannend als Family Day. Ne? Also viele machen ja nicht Black Friday, sondern Green Friday. Und vielleicht ist bei euch nicht der Singles Day, sondern eben der Baby Day oder der Family Day. Clever. Wäre sowas, direkt mal notieren. Okay, dann erübrigt sich die Frage. Das wäre sowas, was ihr euch dann auch durchaus vorstellen könnt. Das heißt, nächstes Jahr, wenn der Family Day kommt, dann kriege ich als erstes den Gutschein. Alles klar, ist notiert. Super. Vielleicht eine andere Frage, mal an die Runde. Eine These in den Raum gestellt, wenn Black Friday immer eher startet, gibt es ja gefühlt irgendwann Black Friday im Juli, gibt es ja schon tatsächlich, gräbt man sich damit vielleicht irgendwie auch das Weihnachtsgeschäft schon ab oder ist das Weihnachtsgeschäft trotzdem noch stark genug? Also vielleicht mal Tino wieder, weil du hast ja jetzt im November gestartet, den ganzen November durch. Was ist mit dem Weihnachtsgeschäft? Also hast du denn alles schon abgegraben oder was erwartest du so für die Zeit? Nein, das definitiv nicht. Also wir schätzen gerade die Black Week schon noch sehr, sehr stark ein, gerade aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Der Peak wird definitiv da sein, ohne dass wir jetzt bewusst, wie gesagt, mit einer starken Kampagne reingehen werden. Ich glaube nicht, dass wir den wirklich, den Weihnachtsschwung, den Weihnachtskaufschwung irgendwie so extrem nach vorne gezogen bekommt, dass sich das über die Jahre immer weiter nach, also richtig weit nach vorne zieht, glaube ich nicht. Weil ich glaube, das sind einfach auch Gewohnheiten bei den Kunden, die festgesetzt sind. Es gibt natürlich die eine Fraktion, die gerne früh die Geschenke kauft, die andere Fraktion, die vielleicht erst später dran ist und irgendwo die Mitte, was ja dann irgendwo um den Black Friday herum ist, was wir auch in der Grafik gesehen hatten. Ich glaube, allzu weit wird sich das auch nicht schieben. Das sind halt eher punktuell Sachen, die Shops, seien es Händler oder die Marken selbst, dann schon selbst treiben müssen, um, sage ich mal, diesen Schwung für ihre Kundschaft, für ihren Kundenkreis selbst irgendwo zu verschieben. Da vielleicht nochmal an Lorena die Gegenfrage. Jetzt ist es ja so, ihr startet später. Würdest du sagen, solltest, also das ist generell die Frage vielleicht auch nochmal, vielleicht auch ein bisschen Marcel, weil du auch mit vielen Shops, Marcel und Rena vielleicht, weil du auch mit vielen Shops zu tun hast. Was macht die Konkurrenz? Die Konkurrenz startet ja vielleicht auch ein bisschen früher, also gerade im Babysegment gefühlt ist es ja auch eine harte Rabattschlacht. Sollte man als Shop dann darauf reagieren und vielleicht früher starten oder würdest du sagen, du fühlst dich wohl, eine Woche vor Black Friday ist vollkommen okay und funktioniert immer noch super gut? Ja, ich würde sagen, das ist eine grundsätzliche Strategiefrage auch. Das ist auch nicht nur meine Entscheidung, wann wir wirklich dann damit starten möchten, sondern das speist sich aus vielen Elementen. Generell haben wir schon oft die Erfahrung gemacht, dass es auch sinnvoll sein kann, sich nicht von der Konkurrenz dazu sehr beeinflussen zu lassen, weil wir eben, wie gesagt, auch the big picture versuchen im Bild zu haben und eben nicht kurzfristig einen Rabatt rauszuhauen, den wir uns nicht leisten können, bei dem es uns dann jedes Mal schmerzt. Deswegen, ja, wenn wir jetzt merken würden, okay, wir verlieren da auch wirklich Kunden, wir verlieren Potenziale, dann würden wir sicherlich auch milde, aggressiver vorgehen. Aber bislang funktioniert das noch sehr, sehr gut. Und wie schon gesagt, also wir sind eben auch nicht unbedingt der Bereich, in dem alle auf Black Friday warten. Einige Kunden, wir haben erst letztens eine Umfrage gemacht, kaufen ihre Geschenke beispielsweise auch schon im Oktober und dann haben wir da dann eben passende Top-Aktionen. Mhm. Und Marcel, du kriegst das ja ein bisschen mit von ganz vielen Shops. Macht das, also verschlafen das einige und ist dann vielleicht die Kampagne nicht so erfolgreich, wenn sie ein bisschen später starten? Oder ist es vollkommen okay, wenn man sagt, ja, es ist Black Friday, ich starte halt zu Black Friday? Hast du da Insights zu? Kannst du da ein bisschen Input geben?
Natürlich, sehr gerne. Also da kann ich Lorena voll zustimmen. Also dass man wirklich, es muss wirklich zu dem Shop passen. Zum Beispiel zum, zum Singles Day, da macht es halt vor allem in diesem Jahr noch Sinn, wenn man wie ja, ein asiatischer Shop ist oder keine Ahnung, so Xiaomi-Produkte zum Beispiel verkauft, dass man da wirklich eher mit dabei ist. Ansonsten, wir haben halt auch so ein paar Advertiser, die jetzt nicht wirklich am Black Friday bei der Rabattschlacht mithalten können. Und die starten zum Beispiel eine Woche vorher ihr eigenes Black Friday-Wochenende, wo die auch quasi ja im Prinzip das Gleiche machen, aber halt mit weniger Konkurrenz und dann da wirklich die, ja, die Einkäufe oder die potenziellen Geschenke-Einkäufe auch noch mit abgreifen. Also es sollte wirklich zu dem Shop passen und jetzt nicht alle überall mitmachen, weil dann wird das irgendwann für keinen mehr so viel Spaß machen von den Margen. Das stimmt. Da sagst du ein Wort. Also ich glaube, also meine Meinung glaube ich, ich würde so ein bisschen, es kommt halt wirklich, wie ihr sagt, drauf an, ne, was passt zu mir als Brand? Also ne, scheinbar bestätigt es ja von Tino, von Lorena, von Marcel, dass man einfach seine Strategie durchziehen sollte, ein bisschen darauf reagieren sollte, aber sich jetzt auch nicht verrückt machen sollte, weil Konkurrent 1 eine Woche eher startet oder und so weiter und so fort. Das heißt, kann durchaus alles funktionieren. Ich glaube, persönlich glaube ich, das wird so ein bisschen durch Singles Day, weil es alles früher startet, so zwei Peaks geben, die man als Shop mitnehmen kann. Also dass einfach schon der November schon so durch Singles Day und Black Friday schon ein so ein Peak geben kann für die Early Shopper oder die Rabattaffinen, die schon so drauf heiß sind, so wie ich. Und dann halt die, ja, die späten, den Jan Paul vielleicht, der kurz vor Weihnachten nochmal die Geschenke erst kauft, am 24. das Türchen öffnet und dann wirklich nochmal den Adventsschwung mitnimmt. Und da muss man halt einfach seine eigenen Ziele und Strategien wahrscheinlich für die richtigen Entscheidungen mitnehmen. Wie kaufst du denn, Jan Paul? Bist du, hab ich dich richtig eingeschätzt als Last-Minute-Shopper oder welchen Segment bist du ich eins? Ich kaufe bedarfsorientiert. Jetzt gerade bin ich bei MyDeals unterwegs und suche nach neuen Handyverträgen. Also ich kenne die Kanäle und ich nutze sie für mich. Aber immer dann, wenn der Schuh drückt, dann findet ihr mich auch. Okay, wie ist es bei dir, Andreas? Hast du, was bist du für ein Nutzer von den Black Friday Weeks? Ja, ich bin gar nicht. Ich bin ganz schlimmer Last-Minute-Shopper, dass meine Frau auch total aufregt, die am liebsten jetzt schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen hätte und fleißig bei Black Friday unterwegs ist. Also das ist immer ein bisschen problematisch. Ich bin da ja nicht so affin. Dann, wenn es wirklich drängt, dann laufe ich los. Also Lorena, Last-Minute-Kampagne ist auf jeden Fall noch, noch drin. Tipptopp. Okay. Bei Babyweiß bin ich auch, also Babyweiß ist einer der wenigen Läden, wo ich auch noch stationär einkaufe. Ne, ist bei uns um die Ecke, da kann man sich die Sachen nochmal angucken. Ja. Ich tatsächlich auch. Ich glaube, Rainer, da hattest du, glaube ich, auch ein bisschen was Input. Deine Strategie, glaube ich, auch, oder eure Strategie online, offline, ist mir doch dunkel, was in Erinnerung. Ja, tatsächlich. Wie ihr das umsetzt, dann hast du ja schon zwei Mustercases, die das tatsächlich, tatsächlich so machen. Kriegt ihr das oft mit, eure Online-Offline-Verknüpfung zu Black Friday? Oder kannst du dazu was sagen, wie das so mit dem Shopping-Verhalten ist? Also tatsächlich hätte ich jetzt keine Auswertung spontan im Kopf, wie die Verteilung so zu Black Friday ist. Wir haben auch da nicht so einen Ansturm wie jetzt beispielsweise im Mediamarkt. Aber wir merken auch einen Uplift, vor allem am Samstag. Das ist halt eher so der Tag, an dem es die Leute dann in die Filialen spült. Insgesamt verfolgen wir aber jetzt auch unabhängig von Black Friday eben diesen O2O-Ansatz, dass wir versuchen, die Kunden, die sich online informieren und dann in den Filialen kaufen möchten, oder auch andersrum, das ist für uns beides fein, dass wir diese auch transferieren können. Also dass wir beispielsweise im Shop Beratungstermine für die Filialen anbieten, um die Kunden dann da in die Filialen zu ziehen oder auch Verknüpfungen in den Filialen quasi wieder schaffen, um in den Shop zu kommen, dass es halt auch wirklich alles ineinander greift und die Kanäle nicht so extrem separat voneinander laufen. Mhm. Okay, ja, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Okay, dann würde ich mal auf ein nächstes Thema vielleicht umschwenken. Es ging ja auch ein bisschen um das Thema Fehler zu machen, irgendwie die Fehler zu nutzen für nächstes Jahr. Also habt ihr, Frage an die Runde, vielleicht primär wieder an die Shops in der Runde, habt ihr so irgendwelche Fehler aus dem letzten Jahr ganz konkret gezogen jetzt, wo ihr sagt, ah, das würde ich nächstes Jahr nicht machen, super Fail,
ganz schrecklich oder vielleicht auch aus anderen Stationen davor von Levi Sweets, wo ich gesagt, na, das würde ich so nicht mehr machen, das muss ich unbedingt, das war ganz katastrophal, würde ich nicht machen. Ja, ich denke mal, das sind, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, das sind halt in letzter Instanz trotzdem Erfahrungen, Learnings, die man einfach zieht. Was ich für mich die letzten 2-3 Jahre auf jeden Fall mitgenommen habe, ist ein sauberes Kampagnen-Setup, ein sauberes Kampagnen-Tracking als A und O. Das war tatsächlich auch eine große Baustelle, die bei mir jetzt auch mit angefallen ist im letzten Jahr. Stichwort Data Warehouse, Business Intelligence, also wirklich dann die Interpretationsmöglichkeiten zu schaffen für die ganzen Daten. Und ohne so einen Unterbau in eine Kampagne zu gehen, wo natürlich auch entsprechende Marketing-Spendings dann reingehen, ist rückblickend gesehen nicht immer optimal. In letzter Instanz, wenn man natürlich mit einer Wachstumsstrategie unterwegs ist und vielleicht der EBIT nicht immer extremst drückt, dann ist es vielleicht, tut sich vielleicht nicht ganz so weh an der einen oder anderen Stelle. Aber ich würde es trotzdem nicht als Fehler oder irgendwas abstempeln, sondern ich sehe es als Learning, aus so einer Kampagne rauszugehen und einfach zu sehen, was hat mir gefehlt, um wirklich so eine Kampagne in letzter Instanz bis ins letzte Eckchen auswerten, analysieren zu können, um natürlich dann auch den, ich sag mal, den optimalen Blumenstrauß für die nächste Kampagne dann irgendwie zusammen, welcher Kanal, welche Performance gebracht und so weiter und so fort. Also ein Thema, das uns tatsächlich sehr intensiv beschäftigt hat die letzten Jahre, war das Fulfillment, weil ja wirklich ein riesiger Ansturm kommt nach Black Friday und wir da immer einen kleinen Klotz dann am Bein hatten für das Weihnachtsgeschäft auch. Das haben wir dieses Jahr hoffentlich anständig berücksichtigt und können dann danach auch noch Gas geben. Und natürlich auch den Shop vorzubereiten. Also es kam jetzt generell im letzten Jahr auch durch Corona natürlich viel, viel mehr Traffic in den Shop und da dann auch alle technischen Kapazitäten zu haben, um das zu bewältigen. Das ist sicherlich auch noch was, worauf wir jetzt mehr Fokus legen, was wir aus den letzten Jahren lernen mussten. Ja, das glaube ich ist ein ganz typisches Thema. Das glaube ich auch zu jedes Jahr von Online-Shop-Seiten, die Server, dass sie das halt aushalten, dass man einfach auch nochmal den Hoster informiert oder generell sich nochmal Rücksprache hält, dass einfach auch die Leitung nicht abdampft. Das haben wir auch gerade letztes Jahr bei 1-2 Shops auch mitbekommen, wo das denn so war. Das war natürlich ärgerlich, dass dann den ganzen Tag natürlich die Leute warten ja drauf und die wollen natürlich das heiße Angebot haben und dann drückt das die Server teils auch in die Knie und dann ist der Tag, ja, den holt man schlecht und schwer wieder auf dann. Andreas, nochmal eine kurze Frage an dich. Du hast ja immer ein bisschen Insights zu den ganzen Lukrativität der Kampagnen zu Black Friday und so weiter. Kannst du was dazu sagen zur Lukrativität der Kampagnen? Also ist es bei den meisten so, wenn du mal so vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich schnupperst du gar nicht so intensiv rein, aber vielleicht kannst du so eine Richtung geben, ist es bei den meisten Online-Shops so, dass sich die Kampagnen denn auch gelohnt haben hinten raus? Oder seht ihr irgendwie ganz oft, dass es vielleicht ja, eher negativ war und eher so ein Investment in die zukünftige Ansprache Customer Lifetime Value war? Also ich glaube, so ganz pauschal kann man das nicht beantworten. Ich glaube, was man sieht, ist, dass tatsächlich diejenigen erfolgreich sind, die sich auch detailliert mit den Kampagnen auseinandersetzen. Das heißt, wirklich gucken, wie lief es letztes Jahr, was lief gut, was lief schlecht und dann auch immer weiter optimieren. Ne? Also wie angesprochen, gucken, über welche Kanäle kam wer rein, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Das, was Tino auch angesprochen hat, also wirklich dieses Setup in place hat, um tatsächlich dann auch analysieren zu können, weil sonst ist es einfach ein Stück weit Blindflug und dann muss ich, glaube ich, und dann hängt es nochmal davon ab, ob du die Kampagne lukrativ bewertest oder nicht, wie viel du auch bereit bist, Customer Lifetime Value vorzufinanzieren. Also ob du sagst, ich will nach der ersten, zweiten, dritten Order profitabel sein, also sehr, sehr stark dann auch von dem Wachstumsprofil und den Möglichkeiten, die das jeweilige Unternehmen hat. Ne? Aber ich glaube, was man unterm Strich schon sagen kann, dass Black Friday und Rabattaktionen insgesamt einfach nochmal eine echte Chance sind. Man muss es nur schlau machen und wirklich, wie bei so vielen Dingen, auch handwerklich einfach hinterher sein. Ne? Das ist kein Selbstläufer. Ja, gut, das glaube ich auch so. Würde ich auch nochmal eingrätschen, also gerade das Thema kein Selbstläufer, Zeit und alles, auch was Lorena gesagt hat, Logistik. Wir hatten letztes Jahr auch das Problem, dass uns von heute auf morgen DHL nicht mehr nach Frankreich geliefert hat. Wir von heute auf morgen irgendwie neuen Carrier andocken mussten und alles. Und das ganze Thema Zeit, also Vorbereitungszeit auch während so einer Kampagne. Man kann nie ein groß genuges Team haben, sag ich mal, um das Ganze zu stimmen.
sei es von der Grafik, sei es von allen Ressourcen in der Kampagnenumsetzung, in den Marketingkanälen und so. Ja, gute Planung ist, glaube ich, auch wirklich, wirklich wichtig. Das kann ich auch bestätigen in meiner Zeit. Meistens wird dann doch alles umgeworfen und nochmal alles neu gemacht und das war doch doof. Also gute Planung ist auf jeden Fall super, aber wir haben auch dieses Jahr zum Beispiel einen Adventskalender-Feature programmiert und man wäre erstaunt, wie viele Shops dann, ist ja bald Weihnachten, wie viele Shops dann das doch nochmal gecatcht hat und dann tatsächlich dazu animiert hat, den Adventskalender einzusetzen, der ja ein super Türöffner ist dann eben für die ganze Weihnachtszeit. Ja, vielleicht noch ergänzend, David, gute Planung auf jeden Fall, aber auch auf jeden Fall Agilität, ne? Was ich noch erinnere, auf jeden Fall aus der Zeit bei Modomoto Outfittery, wie wichtig es ist, die Kampagnen dann nicht nur auf Tagesbasis, sondern wirklich, wenn es losgeht, sehr, sehr aktiv auch in den Abend hinein zu betreuen und dann einfach nah dran zu bleiben. Das haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dass uns das nochmal einen unheimlichen Push geben kann, ne? Also dann wirklich auch da im Detail einfach sehr, sehr tief mit Facebook und Co. dann auch zu arbeiten. Ja. Okay. Dann, ich habe noch einen anderen spannenden Punkt auf meiner Agenda. Da würde ich vielleicht den Marcel nochmal aktivieren hier. Das geht um das Thema Reichweite, ne? Also perfekte Reichweitenstrategie. Wie mache ich das denn? Jetzt haben wir starke, tolle Angebote, aber wie kriege ich die am besten an den Mann gebracht? Also da würde ich mal primär den Marcel mal hier hinterm Ofen hervorholen und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, da du ja auch quasi wieder prädestiniert dafür bist durch Trade Tracker und den Zugang hast zu vielen Traffic-Kanälen und Kampagnen. Zwar ein bisschen spezialisierter aus dem Affiliate-Bereich, aber ist ja auch durchaus zu Black Friday und der ganzen Zeit ein ganz, ganz relevanter Kanal, den man da nutzen kann. Genau. Was ja wichtig ist, jeder möchte ja beim Black Friday die besten Platzierungen haben und bessere Placements als die Mitbewerber haben. Und da hat ja irgendwann ein schlauer Mann Budgets und WKZ-Placements erfunden und tolle Pakete. Und genau, dafür auch mal an vor allem an Lorena und Tino die Frage: Wie sind da eure Erfahrungen? Lohnt sich das, beziehungsweise gab es vielleicht mal einen großen Fehler oder eine große Überraschung bei Placements und wie sind da eure Strategien? Lorena, magst du? Ja, kann ich gerne. Ist bei uns tatsächlich ein bisschen gesplittet intern, also liegt in einem anderen Team das ganze Thema. Wir machen das definitiv noch, ist auch spannend, weil wir eben sehr, sehr starke Partner auch haben, mit denen das Sinn ergibt, also dass sie dann uns dann beispielsweise auch im Shop platziert werden. Tatsächlich weiß ich performance-seitig nicht, ob ich das sehr positiv bewerten würde. Also ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr spitz, da dann wirklich jemanden damit zu erreichen. Ich bin da mit gemischten Gefühlen bei der Sache dabei. Ja, ich gehe da ein Stück weit auf jeden Fall mit. Ich bin dann aber auch so, gerade im Punkto Affiliate-Netzwerke, wir haben ja auch einige Partnerschaften, seien es jetzt Gutscheinseiten, Cashback-Seiten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir dann natürlich schon dediziert gucken, ob wir uns in so Pakete einbuchen oder halt eher versuchen, über einen guten CPO-Deal trotzdem das Ganze irgendwo noch eher verschmerzbar zu machen, ohne jetzt mit einem WKZ in Vorleistung gehen zu müssen. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht so spitz unterwegs, dass wir uns jetzt bei den großen Platzierungen irgendwo einbuchen. Ich sehe es auch wie Lorena, ich habe da auch eher die Schmerzen hinten raus, dass wir es dann irgendwo performant auf eine gute Kur runtergebrochen kriegen. Wir sind eher unterwegs und suchen uns halt dann auch Premium-Partner-Platzierungen, die jetzt auch zu unserer Zielgruppe, zu unseren beiden Zielgruppen passen und buchen uns dann eher segmentiert in diesen beiden Bereichen ein. Seien es jetzt irgendwie größere Newsletter, Reichweiten von Fachmagazinen, die dann auch saisonal für uns da definitiv Sinn machen. Da hatten wir jetzt letzte Woche auch eine sehr starke Kampagne mit einem Mountainbike-Magazin, wo wir dann reingehen und das ist für uns dann deutlich erfolgsversprechender, als jetzt doch eine sehr spitze, dann auch doch sehr ja, preisgetriebene Zielgruppe reinzugehen, wie auf den ganzen Black Friday-Angebotsseiten und Co. Das muss ich auch bestätigen, glaube ich. Also auch aus meiner, es ist mit WKZ ist immer so ein bisschen schwierig. Also aus meiner Erfahrung ist es dann auch so eher so eine Branding-Kampagne gewesen. Meistens, ich muss auch sagen, mit Gastra zum Beispiel habe ich ja ganz viel gemacht. Da ist es auch ein bisschen eine spitze Zielgruppe vielleicht. Das heißt, so, ich glaube, das ist ganz spannend für so, ja, so Shops, die ganz breite Produkte haben, wie Mobilfunk oder keine Ahnung, Technik vielleicht. Also
Für uns war es so ein bisschen Branding immer und ein bisschen was hat es gebracht, aber ich glaube, nach Andreas DB3-Berechnung ist es dann wahrscheinlich doch nicht so lukrativ gewesen. Oder was sagst du, Marcel? Ja, das kommt halt immer drauf an. Also wir haben ja ein breites Spektrum von großen Marken bis halt zu kleinen Shops. Und natürlich, wir sehen halt auch, dass sich halt auch für kleine Shops, für die am Anfang, weiß nicht, wir würden sagen, 300 oder 500 Euro ist das Budget und du bekommst die Platzierung dafür, dass sich das dann halt doch in der Regel, bei manchen sind wir so sehr, sehr überrascht, schnell wieder rentiert. Also man muss halt wirklich darauf achten, was man dafür bekommt und nicht einfach die Startseitenplatzierung, wo sowieso niemand auf der Startseite ist, bucht für 500 Euro pro Tag oder was auch immer. Aber wenn man wirklich entweder Newsletter-Platzierung bekommt, vielleicht sogar ein Standalone-Newsletter oder halt auch, dass sich wirklich der Publisher Mühe gibt, also jetzt nicht einfach nur, dass ein Gutschein platziert wird oder so, was nämlich mal 10 Minuten kostet, sondern ein Artikel schreibt und wirklich das vorstellt, dann rentiert sich das wirklich und man holt auch nicht nur die Abgreifer ab, sondern bekommt wirklich auch neue Kunden, die halt immer wieder bestellen und dann sind halt die, 5, 6, 700 oder vielleicht auch 1.000 Euro schnell wieder drin. Ich denke auch, dass es auch sehr wichtig ist, da mit den Partnern auch zu sprechen. Also ich habe auch die Erfahrung, dass man natürlich in der Regel einen sehr hohen Streuverlust hat. Das ist ja auch gerade angerissen. Gerade wenn es um Newsletter-Reichweiten und Co. geht oder Startseitenplatzierung, würde ich, meine Empfehlung, immer versuchen, dann ins Gespräch zu gehen und irgendwie entweder eine Segmentierung, sei es jetzt im Newsletter-Bereich, auf bestimmte Demografien, Interessensgebiete, soweit es bei den Publishern möglich ist, mit umzusetzen. Aber ja, das ist auch oftmals nicht gewünscht, nicht gewollt, leider. Aber wenn man doch offen ins Gespräch geht und auch beiderseits die Interessen abwägt, ist immer ein Geben und Nehmen. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also muss ein bisschen Qualität, Arbeit reinstecken. Also stumpf raushauen, glaube ich, ist auch genau der falsche Weg. Wie überall muss man sich ein bisschen anstrengen. Und glaube ich, wenn man seine guten Partner gefunden hat, da kann Marcel wahrscheinlich so ein bisschen bestätigen und eben die richtigen Placements hat, dann kann es schon funktionieren. Aber das muss man auch immer testen, denke ich mal. Ne? Und du hast es ja gerade selbst gesagt, sonst war es eine Branding-Kampagne. Genau, richtig. Die muss man deinem nächsten oder deinem Chef nochmal als Branding-Kampagne verkaufen. Genau, ja, ich glaube, wir sind auch schon fast am Ende der Stunde. Die Stunde ist fast voll. Ich würde aber trotzdem nochmal vielleicht ein Thema reinwerfen. Vermeidung von Retourenquoten, also nach Black Friday das böse Erwachen. Gibt es da irgendwelche, wie geht ihr damit um? Gibt es da irgendwelche Tipps, die ihr nochmal reinwerfen könnt, um eben genau das zu vermeiden? Ich fange mal wieder an. Ja. Den Punkt habe ich mir tatsächlich auch im Vorfeld angeschaut, also gerade mit Blick auf das letzte Black Friday Weekend. Tatsächlich sind unsere Retourenquoten in dem Zeitraum sehr konstant geblieben, also sogar unterdurchschnittlich im Vergleich zu der Zeit ringsrum. Wie gesagt, wohl bemerkt, wir haben das Black Friday Weekend jetzt auch nicht bewusst mit einer expliziten Aktion befeuert. Was ich allerdings gesehen habe, was auch sehr spannend jetzt in der Erkenntnis war, dass ein Tag nach dem Black Friday oder konkret nach dem Cyber Monday und vor allem dann auch die ein, zwei Wochen danach die Retourenquote deutlich gesunken ist bei uns. Auch relativ einfach erklärt, wahrscheinlich einfach durch das ganze Weihnachtsgeschäft, was kommt, Geschenkethemen. Werdet ihr vielleicht auch bestätigen können, Lorena, dass natürlich da die Umtauschquote generell oder die Retourenquote generell geringer ist. Aber ich glaube, es ist definitiv ein wichtiges Thema, was man auch in so einer Kampagnenplanung berücksichtigen muss. Was bei uns auch, ich sag mal, in der zeitlichen Versatz immer wieder hochkommt, das Thema. Wir bieten eine sehr lange Rückgabefrist von 100 Tagen an. Das heißt, wir haben natürlich auch ein entsprechendes Zeitfenster, in dem dann auch der Umsatz nachträglich dann halt angepasst wird durch Gutschriften. Und das natürlich dann auch in der Kampagnenplanung am Anfang ein bisschen kann es Augenwischerei sein, wenn man jetzt erstmal auf die ersten Zahlen guckt. Deswegen gehen wir auch so eine Analyse immer sehr, sehr mit ein bisschen Abstand ran und versuchen das Ganze dann auf ein bisschen Abstand einfach zu analysieren, nach Retoure zu bewerten und dann auf die Kanäle runterzubrechen. Vielleicht daran anschließend, also ich glaube, es kann auch durchaus okay sein, selbst wenn die Retourenquoten ein bisschen hochgehen, wenn man es eben einplant und das ganzheitlich sieht und sagt, okay, dafür habe ich eben den Vorteil, dass
die Conversion stärker ist, über diese Rabatte vielleicht ein paar Käuferschichten anziehe, die jetzt auch das mal testen wollen, zurückschicken, weil das ein bisschen mit antizipiert habe und in der Planung berücksichtigt habe und sage, unterm Strich macht es trotzdem Sinn für mich, kann das auch durchaus okay sein. Ne? Also das ist nur etwas, was man mitdenken und berücksichtigen muss, auch im Aufsatz schon, glaube ich. Ja. Okay, ich glaube, wir haben nur noch Zeit für eine letzte Frage, dann ist leider die Stunde auch schon rum. Das finde ich aber ganz spannend. Gerade dieses Jahr ist ja der Markenname Black Friday immer noch in so semi-geschützt. Ich glaube, da gibt es irgendwelche Urteile, aber soweit ich weiß, ein bisschen gelockerter worden, die Nutzung des Markennamens. Da vielleicht nochmal eine kurze Frage an die Shops. Habt ihr irgendwie mal schon mal die Rechte erworben und hat es euch was gebracht? Oder habt ihr das vielleicht genutzt und wurdet ihr vielleicht abgemahnt? Also mal ganz spannend vielleicht hier zu wissen, oder? Also von unserer Seite aus hatten wir damit tatsächlich noch keine Erfahrungen oder Probleme. Wir hatten einmal ein Angebot, das war glaube ich auch so eine Affiliate-Kooperation, wo quasi in der Paketbuchung die Nutzung des Markennamens inkludiert war. Wir haben uns tatsächlich bewusst dagegen entschieden, weil auch da, wir hatten es vorhin schon, das Wording ist auch einfach nicht unbedingt bei uns sehr passend. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir es Happy Days genannt. Kann man jetzt auch kritisch sehen, aber auf jeden Fall wäre für uns die Wortmarke Black Friday tatsächlich auch nicht so spannend. Ja. Und Tino, hast du da vielleicht nochmal Erfahrungen gemacht mit dem Thema? Nee, ich bin eigentlich genau bei Lorena. Wir hatten das in meiner vorherigen Zeit tatsächlich auch als Baby Days oder irgendwas abgewandelt, also auch keine Rechte erworben in dem Sinne. Und bei Matzek, wie gesagt, letztes Jahr war es außen vor und wir haben uns jetzt dieser bewusst entschieden, dadurch, dass jetzt wieder freigegeben ist im Grunde, dass das Urteil gefallen ist, das zu spielen. Wir werden es aber auch nicht in aller Prominenz im Shop natürlich spielen, von daher. Okay, also alle mit einem glimpflichen Auge davon gekommen. Gut, dann wir sind leider schon am Ende. Die Stunde ist sehr, sehr schnell vergangen von dich. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir hier die kleine Expertenrunde machen konnten. Ich glaube, wir haben ein paar wichtige Insights mit rausgenommen, ein bisschen aus dem Nähkästchen gehört von Tino und Lorena. Fand toll, dass Andreas da noch ein bisschen auch die Big Data-Sicht reingebracht hat. Jan-Paul auch ein bisschen die akademische Sicht und ein bisschen den Deep Dive gebracht hat. Und auch Marcel, nochmal vielen Dank für die Co-Moderation. Dann würde ich sagen, das war die erste E-Commerce Growth Show DACH. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Black Friday und dass eure Kampagnen so gut funktionieren, wie ihr das eingeplant habt. Aber ich denke, das hört sich so an, als wenn das auf jeden Fall solide geplant ist und dann auch erfolgreich ablaufen wird. Und dann bleibt mir noch Danke zu sagen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke dir. Vielen Dank auch. Danke dir. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.